Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 218. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Bitte segne uns nach deiner Verheißung und lass uns auch heute ein Segen sein für andere Menschen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 5. Mose 15. Zuletzt ging es um die Bestimmungen zum Erlassjahr. Wir lesen jetzt in Vers 12. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft hat, so soll er dir 6 Jahre lang dienen und im 7. Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Das geht zurück auf Bestimmungen, die wir schon in 2. Mose Kapitel 21 gelesen haben. Und wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kälte ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Die Erfahrung der Erlösung sollte die Grundlage und Motivation sein, auch für den Umgang mit anderen Menschen. Die Israeliten sollten nie vergessen, aus welchem Elend Gott sie herausgeführt hat, was sie selbst einmal erlebt hatten. Und auch wir sollten uns immer daran erinnern, wie es uns früher einmal ergangen ist, bevor wir wirklich mit Gott gelebt haben. Wir sollten uns immer daran erinnern, woraus Gott uns befreit hat. Wenn er aber zu dir sagt, ich will nicht von dir wegziehen, weil er dich und dein Haus lieb hat und es ihm gut geht bei dir, so nimm einen Pfriemen und durchbohre ihm sein Ohr an der Tür und er sei auf ewig dein Knecht und mit deiner Magd sollst du ebenso verfahren. Es soll dir nicht schwerfallen, ihn als Pfriemen entlassen, denn das Doppelte des Lohnes eines Tagelöhners hat er dir 6 Jahre lang erarbeitet. So wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allem, was du tust. Alle männliche Erstgeburt, die unter deinen Rindern und deinen Schafen geboren wird, sollst du dem Herrn, deinem Gott, heiligen. Du sollst das Erstgeborene deines Rindes nicht zur Arbeit gebrauchen und das Erstgeborene deiner Schafe nicht scheren. Du sollst sie vor dem Herrn, deinem Gott, essen, du und dein Haus Jahr für Jahr an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Brauch gemeint, dass Israeliten ja 3-mal im Jahr vor das Heiligtum, an den zentralen Ort, den Gott dafür bestimmen sollte, was dann Jahrhunderte später das Heiligtum in Jerusalem gewesen ist, dorthin kommen sollten, um dort ein Fest zu feiern und dabei die Gelegenheit zu haben, Gottes Wort zu hören. Wenn wir dieses Prinzip auf unsere Zeit übertragen, heißt das, wir sollten die besten Ressourcen, die wir haben, dafür verwenden, auch geistliche Veranstaltungen besuchen zu können. Zeit, Geld und alles, was wir haben, sollte nicht nur in die Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse gesteckt werden, sondern auch in die Befriedigung unserer geistlichen Bedürfnisse, dass wir Gelegenheit haben, das Wort Gottes zu hören. Das sollte nicht nur so der letzte Punkt auf unserer Liste sein, sondern ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Wenn das Tier aber einen Fehler hat, wenn es hinkt oder blind ist oder sonst einen schlimmen Fehler hat, so sollst du es dem Herrn, deinem Gott, nicht opfern, sondern du sollst es innerhalb deiner Tore essen, der Reine genauso wie der Unreine, wie die Gazelle und den Hirsch. Die Tiere sollten ja ein Symbol, wenn sie geopfert werden, ein Symbol auf den kommenden Messias und auf seine Sündlosigkeit und Makellosigkeit sein. Nur sein Blut darfst du nicht essen, auf die Erde sollst du es gießen wie Wasser. Halte den Monat Abib und feiere dem Herrn, deinem Gott, das Passa. Denn im Monat Abib hat dich der Herr, dein Gott, bei Nacht aus Ägypten rausgeführt. Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, als Passa Schafe und Rinder opfern, an dem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du darfst nichts Gesäuertes dazu essen. Du sollst 7 Tage lang ungesäuertes Brot des Elends dazu essen, denn du bist in eiliger Flucht aus dem Land Ägypten gezogen. Darum sollst du dein Leben lang an den Tag deines Auszugs aus dem Land Ägypten gedenken. Die dramatischen Ereignisse der Erlösung Israels sollten niemals vergessen werden. Immer und immer wieder sollten sie an diesen besonderen Tag, diese besondere Nacht der Erlösung denken. Auch wir sollten immer und immer wieder uns daran erinnern, was Jesus in jenen besonderen Stunden am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Und wir sollten uns auch daran erinnern, in welchen besonderen Momenten unseres Lebens
Jesus in besonderer Weise zu uns gesprochen hat. Die Momente, wo wir uns ganz viel entschieden haben, wo wir unser Leben ihm gegeben haben, sei es in der Taufe, sei es durch besondere Entscheidungen, die wir getroffen haben, die wir im Gebet besiegelt haben. Lasst uns diese Dinge niemals aus den Augen verlieren und auch heute ganz bewusst vielleicht wieder einmal daran denken. Und es soll 7 Tage lang kein Sauerteig gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und von dem Fleisch, das am Abend des ersten Tages geschlachtet worden ist, soll nichts über Nacht bis zum Morgen übrig bleiben. Du darfst das Passa nicht in einem deiner Tore schlachten, die der Herr, dein Gott, dir gibt, sondern an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dort sollst du das Passa schlachten, am Abend, wenn die Sonne untergeht, zu eben der Zeit, als du aus Ägypten zogst. Das Passa sollte mit dem Heiligtum verbunden sein, damit die Israeliten bei der Gelegenheit das Wort Gottes von den Priestern und Leviten hören konnten. Und du sollst es braten und an dem Ort essen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und du sollst am Morgen umkehren und wieder zu deinem Zelt gehen. 6 Tage lang sollst du ungesäuertes Essen. Und am 7. Tag ist eine Festversammlung für den Herrn, deinen Gott. Da sollst du kein Werk tun. 7 Wochen sollst du dir abzählen. Wenn man anfängt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest der Wochen halten und ein freiwilliges Opfer von deiner Hand geben, je nachdem der Herr, dein Gott, dich gesegnet hast. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir durch deine starke Kraft, durch deine Gnade Erlösung erleben dürfen. Und Herr, hilf uns, dass wir auch heute an diesem Tag uns an die besonderen Momente erinnern, in denen du in besonderer Weise zu uns gesprochen hast, uns herausgerissen hast aus dem Bösen und dem Übel dieser Welt, an die besonderen Momente, wo du uns von Sünde befreit hast, uns vergeben hast und gereinigt hast. Herr, gib, dass wir diese Tage, diese Momente niemals aus den Augen verlieren. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.